Heute wollen wir zusammen mal durchgehen, was man braucht, wenn man als Musiklehrer online unterrichten will. Ich habe dazu ein paar Punkte zusammengestellt. Die sieht man hier. Das sind die Grundbegriffe, die man verstehen muss oder die wir klären müssen. Tipps für Lehrer, wie man das am besten macht. Da ist noch nicht die Technik mit gemeint. Die Internetverbindung, die ich brauche, welche Software ich brauche. Zoom-Meetings, das Programm, auf das ich heute näher eingehen will, wie das funktioniert, die Bedienungselemente von Zoom, die Einstellungen von Zoom, der Online-Unterricht himself, sagen wir mal, und welche Hardware wird eingesetzt. Die Grundbegriffe. Wenn ich also eine Videokonferenz mache, brauche ich etwas anderes als wenn ich einen Online-Unterricht mache. Dennoch werden beide Begriffe benutzt. Eigentlich ist Zoom eine Software für Videokonferenzen. Bei Videokonferenzen kommt es darauf an, dass ich vielleicht eine Menge Leute zusammenbekomme, eine gute Verständlichkeit der Sprache habe und möglichst die Leitung nicht abreißt, zumindest nicht so abreißt, dass die Verständlichkeit gestört ist. Beim Online-Unterricht sind andere Schwerpunkte wichtig, die ich aber auch mit Zoom teilweise realisieren kann. Und es gibt auch andere Programme, wahrscheinlich in Zukunft, die das noch besser lösen werden. Nämlich die Audioqualität muss sehr gut sein. Es ist nicht so wichtig, dass wir hunderte von Leuten einbinden können. In meisten Fällen haben wir den Unterricht mit 1, 2, 3 und wenn es in Gruppen ist, vielleicht 10 oder 15, maximal 20 Personen. Aber die Audioqualität muss in allen Fällen sehr gut sein und in Zukunft wird auch noch die Latenz eine Rolle spielen. Latenz ist die Verzögerung, die durch die Internetverbindung und die Rechenkapazität der einzelnen Computer entsteht. Und wenn die Latenz zu groß ist, können wir zum Beispiel nicht zusammen musizieren, weil dort eine Zeitverschiebung dann entsteht und das ist fast mit keinem Programm im Moment möglich, aber ich sage einfach mal, das wird sich im nächsten Jahr ändern. Streaming ist zu unterscheiden von dem Tutorial. Das Tutorial, was ich gerade mache, zeichnet man auf, kann es auch noch bearbeiten und dann wird es ins Netz gestellt. Streaming ist quasi eine Live-Sendung und erfordert auch eine andere Kapazität an die Internetverbindung. Was wir im Unterricht brauchen, ist Streaming. Dann der Router, den wir zur Verfügung haben, zu Hause oder in der Musikschule, spielt eine entscheidende Rolle. Er baut das WLAN auf, was wir in den meisten Fällen benutzen. Besser ist natürlich noch eine LAN-Verbindung, aber die meisten nutzen die WLAN-Verbindung. Dazu brauche ich einen Router. In vielen Fällen würde ich ein Audio-Interface empfehlen. Ein Interface ist ein kleines Gerät, was vor den Computer gesteckt wird und das Audio-Interface ist auf Audiosignale spezialisiert und sorgt dafür, dass die Qualität sehr gut ist von dem akustischen Signal, zum Beispiel mein Mikro hier oder aber auch wichtiger noch, wenn ich etwas spiele. Ich kann hier zum Beispiel jetzt mal Klavier spielen, weil das in mein Audio-Interface geht. Genauso gut ist also es möglich, dass das Audio-Interface mein Mikrofon bringt. Man sieht, das Audio-Interface steht hier und die Eingänge sind also dort und das ist also eine Sache, die wir vielleicht nicht direkt am Anfang, also Anfänger, nicht direkt brauchen, aber irgendwann für den professionellen Unterricht sicherlich geht es nicht ohne Audio-Interface. Wenn ich einen Laptop einsetze, dann wird es sicherlich so sein, dass man darauf achtet, dass es eine oder sogar mehrere USB-Buchsen hat, wo ich etwas einstecken kann, wie eine Webcam, wie ein Audio-Interface oder wie auch viele andere Dinge, die man jetzt vielleicht noch gar nicht weiß. Dann gibt es noch in den Audio-Interfacen in einigen eine MIDI-Schnittstelle. MIDI heißt Musical Instrument Digital Interface und das ist eine ganz alte Schnittstelle schon, die in den 70er Jahren entstanden ist. Und eigentlich schon, aber trotzdem funktioniert sie noch immer und wird auch immer noch angeboten, ist gar nicht unnütz. Und ich will das vielleicht mal gerade vorführen. Ich habe hier ein kleines Stück für euch. Das kennt ihr bestimmt alle.
das ist also Beethoven gewesen. Ich habe ihn eingespielt, ich kann aber überhaupt kein Klavier spielen. Wie geht das? Ich habe praktisch das auf einem Klavier gespielt, teilweise programmiert, über diese MIDI-Schnittstelle und dann anschließend an einen richtig guten Flügel gesendet. Und dann denke ich auch mal, das hat man eventuell auch gehört, das hier ist schon ein guter Klang und den erreicht man im Prinzip heutzutage mit dem Computer. Und ich kann diesen guten Klang, sage ich mal, ob das ein Nee, es ist irgendein italienischer Flügel mit MIDI-Signalen ansteuern. Also für den Unterricht sehr zu empfehlen. Jetzt kommen wir zu den Tipps, die also vielleicht für Lehrer sehr wichtig sind. Es ist nicht anders möglich. Dieser Online-Unterricht muss besser und gründlicher und zeitaufwendiger vorbereitet sein als der Präsenzunterricht. Das liegt an mehreren Dingen, die ich jetzt gar nicht erläutern möchte, aber damit muss man sich befassen. Auch ich habe jetzt hier ein paar Zettel liegen, die ich praktisch mir erarbeitet habe. Und das Zweite ist, man kann es nicht unbedingt mit einer Fortbildung, würde ich sagen, lernen. Die Fortbildung ist vielleicht ganz gut, die eine oder andere. Man muss viel ausprobieren. Man muss sich also wirklich hinsetzen und viel ausprobieren. Man muss es irgendwie vergleichen wie mit dem Fahrradfahren. Ja, also es ist nicht anders möglich, als dass man sich draufsetzt, das Ding bewegt und hinfällt und sich vielleicht sogar eine Schramme holt, wieder aufsteht. Aber irgendwann kann man Fahrrad fahren. Das ist tatsächlich immer noch die beste Art, das zu lernen. Eine zweite Sache ist, das sieht man vielleicht jetzt gerade hier in dieser Szene, die Kamera sollte in Augenhöhe aufgestellt werden. Das habe ich jetzt mal einfach auch aus dem Internet, aber wenn man das vergleicht, dann gibt es also die Möglichkeit, dass die Kamera da oben auf dem Bildschirm sitzt und man guckt immer so hoch und dann zu den Papieren wieder runter. Oder es gibt die Möglichkeit, dass sie da unten sitzt und man hat hier so das Doppelkinn präsentiert und vor allen Dingen, was noch schlimmer ist, man guckt auf den Schüler runter. Also Augenhöhe im wahrsten Sinne des Wortes. Der Blick in die Kamera ist wirklich eine Sache, die man erlernen muss, aber das geht innerhalb von 2-3 Wochen, will ich mal sagen. Man ist ja als Mensch gepolt, immer in den Monitor zu gucken. Ich bin jetzt auch da zu sehen und möchte jetzt eigentlich dahin gucken, um mich zu sehen, oder ich möchte auf die Unterlagen gucken, die ich zeige. Ich muss mich aber daran gewöhnen, in so eine Linse zu gucken. Da sehe ich überhaupt nichts, aber das Bild kommt dementsprechend rüber, wie ich das gerne möchte. Jeder Schauspieler, Moderator kennt das und man kann das schnell lernen, aber man muss sich darüber bewusst sein, dass das so ist. Das Mikrofon, was ich hier habe, oder es gibt auch andere Möglichkeiten, sollte so dicht wie möglich am Mund positioniert werden, damit möglichst wenig Nebengeräusche kommen und möglichst viel Output in das Interface gelangt, sodass der Abstand zum Rauschen größer wird. Also das Nutzsignal muss entscheidend größer sein als das Grundrauschen. Das Licht sollte beachtet werden. Es sollte von vorne kommen. Also ich mache jetzt zum Beispiel noch ein besseres Licht. Das wäre so ungefähr. Ich habe das jetzt nur anders eingestellt, weil ich gleich ja auch den Schreibtisch zwischendurch mal zeigen will. Ich habe jetzt also nur eine Lampe. Und es sollte jedenfalls von vorne kommen. Wenn ich die Lampen hier ausmache, mein Zimmerlicht kommt von hinten, dann sieht es also ganz bescheuert aus. Das kann ich auch mal eben präsentieren. Ach ja, jetzt sehe ich gar nicht. So schlimm sieht es eigentlich gar nicht aus. Und zwar hat es sicherlich den Grund, das finde ich an Zoom ganz gut, die haben dolle Algorithmen. Also ich sehe, dass die hier sich direkt einstellen. Zoom kann man ja auch einstellen auf schwache Beleuchtung. Ich mache es jetzt trotzdem wieder an, gefällt mir besser. So, Mann, man hat weiß auch nicht, also vielleicht ein paar Augenränder weniger, hoffe ich jedenfalls. Man muss da aufpassen, teilweise mit den Scheinwerfern, dass man sich da nicht ungünstiger darstellt. Wenn ein Scheinwerfer von oben kommt, hat man natürlich Augenränder. So, das Licht ist wichtig. Der Hintergrund ist sehr wichtig.
Und zwar, ich habe da einen Vorhang hängen, der Hintergrund sollte ruhig sein. Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert, wie eine weiße Wand auch. Er sollte aber nicht langweilig sein. So ein Vorhang, ich habe da sogar eine kleine Lampe hier unten noch stehen. Ich leuchte den also an. Und insofern hat der so ein paar Akzente, ist also nicht langweilig, wie ich finde, aber lenkt keinesfalls ab. Und hier sieht man zum Beispiel auch das Gerüst von diesem Vorhang. Das ist nicht sehr teuer, das habe ich mir gekauft und man kann da alle möglichen Stoffe drüber hängen. Und hier sieht man in einem anderen Zimmer, wie ich eine Leine gespannt habe, beziehungsweise einen Draht gespannt habe. Über diesen Draht hänge ich eine Greenscreen. Das ist dann noch ein weiterer besonderer Vorhang, über den wir eventuell gleich noch sprechen. Die Akustik, auf die muss man natürlich achten, dass es eine ruhige Akustik ist und nicht irgendwelche Tiere oder Kinder im Hintergrund toben. Denn so ein Tutorial wie hier ist ja eventuell auch nicht immer spannend. Und da ist jede Abwechslung, besonders bei Kindern, sehr willkommen. Ich habe das schon ganz oft gesehen, da läuft da eine Katze im Hintergrund rum oder irgendwas. Vergessen Sie es, das ist viel interessanter, als Sie als Lehrer in dem Moment sind. Wenn Sie eine Katze zu Hause haben, lassen Sie die woanders, aber lassen Sie die nicht da hinten rumrennen. Das ist alles interessanter als im Zweifels Ihr Unterricht. Also der Hintergrund ist sehr wichtig, ruhig und trotzdem lebendig, aber keine Ablenkung. Es ist sehr sinnvoll, mit Kopfhörer zu arbeiten. Ich mache das heute nicht, weil ich gar keine Monitore eingesetzt habe. Ich höre zwar etwas, aber meine eigene Stimme nicht. Der Kopfhörer verhindert die Feedbacks und er verhindert die Echos, die entstehen, wenn etwas aus den Lautsprechern oder aus dem Laptop rauskommt, wieder in das Mikrofon und wieder in die Leitung geht und so weiter und so fort. Das unterbrechen Sie mit einem Kopfhörer und Sie vermeiden dann auch, dass da jemand sagt, ich höre mich nochmal und so weiter. Ich habe hier auch immer ein Telefon stehen oder sogar zwei Telefone, die stehen da hinten, weil es ist so, dass immer jemand anrufen kann und sagt, ich komme nicht rein in die Sitzung. Ich habe auch dann mein Handy noch daneben liegen, also Festnetz und Handy, weil da kommt teilweise über WhatsApp irgendwelche Nachrichten oder man verschickt dann über WhatsApp nochmal den Zugang. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Was brauche ich für eine Internetverbindung? Nun, mindestens 50 Mbit. Die Leitung muss das haben. Und ich schlage vor, wer jetzt nicht genau weiß, was er für eine Leitung hat, geht ins Internet und gibt dort in dem Browser, ich sag mal Google, ich habe also selber Google, das Wort Speedtest ein. Und dann kann man die Internetleitung testen. Und da sieht man also, was die Geschwindigkeit angezeigt wird. Wenn man eine 50 Mbit Leitung hat, dann wird man die 50 Mbit aber nicht erreichen, aber so 25 sollte man erreichen. Und dann gibt es den Download und den Upload. Man sollte so 10 Mbit im Download erreichen und im Upload 25. Was ist der Unterschied? Der Upload ist das, was ich rauflade ins Internet, also zum Beispiel mein Signal, was jetzt ankommt. Und der Download ist das, was ich runterlade, also das, was vom Schüler jetzt zum Beispiel kommt oder wenn ich parallel dazu im Internet etwas nachgucke. Das lade ich runter. Der nächste Punkt, welche Software setze ich ein? Ich setze also verschiedene Softwares ein und die eine ist Zoom. Das ist im Moment die verbreitetste. Und deswegen setze ich die ein, weil ich da keine Schwierigkeiten habe, mit den Schülern oder den Eltern das zu klären, wie es funktioniert. Die meisten kennen es, haben es und das hilft mir in dem Moment, mir schnell und unkompliziert eine Verbindung aufzubauen. Man kann auch das Office-Paket einsetzen und ob man da jetzt eine Word-Datei auf dem Monitor hat und die ablesen kann, oder etwas anderes. Ich habe zum Beispiel hier eine PowerPoint liegen auf meinem Desktop. Das kann ich immer zeigen. So kann ich also hier im Bild bleiben. Man sieht die PowerPoint und ich habe da gerade den Quintenzirkel in Erklärung. Man sieht hier also die Molltonarten bilden sich so alle nacheinander. Und
Dann habe ich hier noch etwas eingekreist und was anderes eingekreist, damit ich den Schülern etwas erklären kann. Oder hier auf die andere Seite die verwandten Tonarten oder hier eben nicht verwandte Tonarten zeigen kann. Das ist zum Beispiel mit PowerPoint möglich, aber Sie können jedes andere Programm nehmen, was man dann eben schnell benutzen kann, um was zu zeigen. Ich nutze auch den Kalender immer, den zeige ich meinen Schülern zwar nicht, aber den habe ich immer liegen, weil es gibt ja immer Verabredungen, die man treffen muss, ob für die nächste Stunde oder irgendwas Besonderes oder ob ich mir was notieren will, was ich nächste Stunde nicht vergessen darf oder machen will. Kalender ist immer auf und was auch immer auf ist, das ist WhatsApp. Was man hier sieht, es gibt auch Leute, die nutzen Telegram, das kann man auch als Plugin im Browser benutzen. Und das Schöne ist, wir können dann also alles Mögliche kopieren. Das Wichtigste ist natürlich hier zum Beispiel den Zugang, der ja recht kompliziert ist, kann man mit einem Klick kopieren und einem Schüler eben über WhatsApp oder Telegram zumailen, dass er sich dann also in die Sitzung einklinken kann. So, dann ein Notenschreibprogramm ist auch interessant und das habe ich hier mal demonstriert. Zum Beispiel schnell mal ein paar Noten einbauen kann. So, und das kann man dann auch hören oder hier die Terzen draufsetzen. Oder es geht natürlich noch viel weiter. Ich will das jetzt nicht demonstrieren. Nur eben Notenschreibprogramm eben mal einzubinden für uns als Musiklehrer und das auch hörbar zu machen, ist natürlich sensationell. Übrigens, es ist ja eine Trauer, dass wir nicht mehr Präsenz unterrichten können. Aber wenn man online unterrichtet und immer entdeckt, immer auf Entdeckungsreise ist, wird man jeden Tag etwas entdecken, wo man sagt, das ging im Präsenzunterricht so nicht. Und das ist auch meine Prognose. Wir werden, wenn Corona hoffentlich schnell vorbei ist, einige Dinge weiterhin online machen. Wir werden einige Sachen entdeckt haben, die ganz schön komfortabel sind und auch die der Schüler und auch der Lehrer anschließend nicht mehr missen möchte. Dann ist als letztes noch OBS. Da will ich jetzt nicht so viel zu sagen, ist ein bisschen kompliziert. Ich mache einen Teil 2, wo das noch drin ist. Aber da sieht man natürlich, dass ich jetzt mal ganz schlank einfach hier die Schlagwerke erklären kann. Oder ich kann auch hier zum Beispiel das Drumset erklären und mich hinten dann auch noch einblenden und sagen, hier ist das Tom-Tom, nicht? Und da ist die Stun-Tom hier zum Beispiel oder da oben ist das Becken. Das sind alles Dinge, die ganz lustig sind und eben alle noch gehen und auch dem Schüler, das muss man auch mal so sehen, ein gewisses Entertainment-Moment bieten, was ich also online erreichen kann. Dafür fehlen andere Sachen, aber wenn ich jetzt in einer Musikschule arbeite oder sogar selbstständig bin und möchte dafür Geld haben, dann muss da ein gewisser Gegenwert beim Schüler ankommen oder bei den Eltern ankommen. Und dort habe ich natürlich auch auf elektronischem Wege einige Dinge, die man hier einsetzen kann. Was bietet Zoom? Wie viel kostet es und wo bekomme ich? Zoom ist der Marktführer im Moment. Die Firma ist unglaublich viel wert. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich traue mich die Zahl gar nicht zu sagen, wie die durch die Decke gegangen sind. Marktführer im Bereich Streaming. Deswegen benutze ich das im Moment. Die kostenfreie Version ist sehr interessant. Man kann zwar nur 40 Minuten streamen, aber die 40 Minuten sind begrenzt, wenn es 3 Rechner sind. Also wenn ich Einzelunterricht mache, ist schon keine Begrenzung drin. Und wenn ich 3 oder 4 oder 5 Leute beglücken möchte, dann ist da eine Begrenzung von 40 Minuten drin. Aber immerhin könnte ich meine Stunde dann nach 35 Minuten oder auch nach 40 Minuten abbrechen und nochmal neu aufbauen. Das geht. Und ich könnte überlegen, ob ich vielleicht grundsätzlich nur 40 Minuten Stunden anbiete. Denn man muss sagen, in so einem Online-Unterricht, also das wird man jetzt an dem Tutorial auch merken, da kriegt man eine dermaßen Masse unter. Das würde ich im 1:1 Unterricht oder mit einer Klasse, wo dann auch eine gewisse Unruhe ist, ein gewisser Spaß ist und vielleicht auch Fragen kommen, niemals schaffen. Also 40 Minuten sind schon eine ganze Menge. So, man kann aber auch Lizenzen kaufen.
Und so eine Lizenz kostet in unserem Bereich 13,99 im Monat. Schulen können auch Gesamtlizenzen kommen, dann wird es zwar immer teurer, aber für die einzelne Person immer günstiger. Dann haben wir die Möglichkeit, Zoom runterzuladen. Dazu geht man auf die Internetadresse zoom.os/download und dann hat man also das Programm zum Runterladen. Das heißt Zoom Meetings. Es gibt auch noch andere Programme von Zoom, Webinare oder Zoom Cloud oder so etwas. Aber wir brauchen Zoom Meeting. Manchmal heißt es auch Meetings and Chats. Dann vielleicht noch der Unterschied zwischen den Webinaren. Jetzt denken wir, ja, so ein Seminar ist ja auch Unterricht, ist vielleicht das Richtige. Der Unterschied zwischen den Webinaren und den Meetings ist, dass die Webinare eigentlich Einbahnstraßen sind, so wie ich das jetzt mache, in eine Richtung und lassen unglaublich viele Zuhörer zu, sind darauf spezialisiert, viele auf einmal zu erreichen. Und Meetings ist eigentlich das, was wir für einen Unterricht brauchen. Da ist eine Kommunikation möglich, hin und her, Fragen können gestellt werden, man kann sich melden. Das ist eine lebendige Kommunikation. Das ist das Richtige, was wir für einen Unterricht brauchen. Jetzt gehe ich die Bedienungselemente von Zoom durch. Dazu bin ich jetzt erstmal in einem Startfenster. Wenn ich das Programm starte, habe ich also dieses Fenster hier vor mir und kann also hier auf diesem kleinen, sehe ich also auf dem Zahnrad, Einstellung vornehmen. Hier oben kann ich mein Profil einstellen, bevor ich überhaupt ins Meeting gehe. Aber dann kann ich auch noch einem Meeting beitreten. Das ist, wenn ich eingeladen werde. Aber das ist ja heute nicht unser Thema. Heute sind wir ja der Host. Wir sind derjenige, der einlädt. Und da gehe ich also hier zu meinem Meeting oder kann hier meine Meetings planen. Interessant übrigens, wenn ich die Meetings plane, ich kann für jede Unterrichtsstunde das im Voraus planen und dann für jede Unterrichtsstunde auch eine andere ID bekomme ich dann, wenn ich auf zufällig ID ich zufällig erstellen stelle, dann hätte ich für jeden Unterricht eine andere ID. Mir kann also kein Schüler oder überhaupt niemand versehentlich in den Unterricht einer anderen Gruppe reinplatzen. Und ich gehe dann, weil ich sie ja geplant habe, jeweils nur auf Starten, die Gruppe Starten. Und jede geplante Gruppe hat natürlich auch einen Link, den ich kopieren kann und der entsprechenden Klasse zuschicken kann. In vielen Fällen ist es allerdings günstiger, eine feste Meeting-ID festzulegen. Das geht in Zoom auch. Und insofern haben die Schüler dann immer den gleichen Zugang, mit dem Nachteil, dass man dann vielleicht auch mal einen Schüler in einer Sitzung, der zu früh kommt, sitzen hat. Aber das kann man auch lösen, das erkläre ich gleich. Also man geht hier rein. Gehen wir jetzt mal in das Programm Zoom selbst. Ich habe meine Kamera nicht installiert, sondern ich habe hier ein festes Bild, das sieht man auch und das kann ich auch allen nur empfehlen. Es ist natürlich schön und persönlich und vielleicht in diesem Fall auch lustig, wenn man da was von sich sehen lässt und der Schüler kommt vielleicht vor dem Unterricht und sieht dann schon, aha, ich bin hier richtig bei Frau oder Herr sowieso. Hier unten sehe ich die Zoom-Leiste, aber wir fangen mal oben mit diesem kleinen Signal da an. Das ist also, wenn ich darauf gehe, dann habe ich nochmal die Möglichkeit, hier alle Einstellungen vorzunehmen und hier vor allen Dingen meinen Link zu kopieren, den ich schnell kopieren kann und dann ab in WhatsApp oder Telegram jemand zusenden kann und schon ist er in der Sitzung drin. Dann habe ich hier die Möglichkeit, die Kamera auszuschalten oder auch mein Mikrofon auszuschalten. Ich bin im Moment in gar keiner Sitzung drin und deswegen sieht man das hier nicht. Ich kann da auch die Kamera im Moment nicht anschalten. Hier oben kann ich umschalten normalerweise zwischen Galerie und Sprecheransicht. Die Schüler sollten auf Sprecheransicht stellen, dann sind sie immer, wenn sie sprechen, groß zu sehen und nicht die Schüler. So, dann haben wir hier unten die Symbole und das sind meine Teilnehmer. Normalerweise sind die hier am Rande und in der Teilnehmerliste, die ist, wenn ich also viele Teilnehmer habe, sinnvoll, weil ich sehe, wer alles da ist, ob da vielleicht sogar welche rumhängen, die gar nichts darin zu suchen haben. Und ich kann auch die stumm schalten. Ich kann unten auf alle stumm schalten stellen, hier, wenn ich viele habe. Das hilft mir, wenn die anfangen, sich selbst untereinander zu unterhalten. Ich kann hier einzelne Schüler stumm schalten oder ich kann auch alle stumm schalten. Ich kann aber auch umgekehrt hergehen und kann sagen,
wenn ein Schüler das nicht findet, schnell genug sich anzumachen, dann kann ich ihn anmachen. So, dann habe ich hier die Chats, das ist auch zu empfehlen. Die Chats, wenn man eine große Gruppe hat, dienen dazu, um hier was reinzuschreiben, vor allen Dingen die Schüler. Ja, ich habe hier noch eine Frage, wenn er also den Unterricht nicht stören will, kann er das hier tun. Und ich kann hier unten Dateien anhängen und kann das den Schülern zur Verfügung stellen. Das ist auch sehr interessant. So, das Interessanteste für uns ist, glaube ich, den Bildschirm zu teilen. Deswegen sieht man das hier unten auch grün. Kann hier also den Bildschirm teilen. Ich gehe drauf und sehe also alles, was ich im Moment auf habe. Ich habe das ja eben gezeigt. Das ist Sibelius, das ist meine PowerPoint-Datei. Ich habe hier auch übrigens ein Whiteboard. Da gehe ich sogar jetzt mal eben drauf. Gehe da drauf, drücke auf Teilen und dann kann ich jetzt hier Zeichnungen erstellen oder etwas. Und alles Mögliche kann ich teilen und den Schülern zeigen. Und wenn ich das nicht mehr möchte, dann drücke ich hier oben auf Stoppen und dann komme ich wieder zurück und da bin im Normalfall bin ich jetzt auch wieder zu sehen. Am Ende geht es dann also hier zum Beenden der Sitzung und dann sagt man, das Meeting für alle beenden und nicht Meeting verlassen, weil dann sind die Schüler noch drin und können machen, was sie wollen. Das sollte ja nicht der Fall sein, sondern ich muss als Host dieses Meeting beenden. So, das ist also der kleine Ritt durch Zoom. Dann gibt es allerdings noch in den Einstellmöglichkeiten ganz viele Dinge, unter auch erweitert. Da landet man dann im Internet. Ich würde also vorschlagen, man geht erstmal nur diese Einstellungsmöglichkeiten, die Zoom selber anbietet, also im Client anbietet schon, durch. Da kann man also die Videokamera einstellen und vor allen Dingen Audio. Da zu den Einstellungen werde ich gleich ein paar Dinge sagen. Und zwar kommen wir jetzt zu den Einstellungen. Man kann also den Warteraum aktivieren. Das hat zur Folge, dass alle neuen Leute, die in die Sitzung kommen, in dem Warteraum sind und nicht in den Unterricht platzen. Und wenn der Unterricht beendet ist, kann ich als Host die Leute aus dem Warteraum wieder, kann ich die holen und dann sitzen sie erst in der Sitzung. Das ist auch vielleicht für Einzelunterricht eine nette Sache. Also für Gruppenunterricht dringend zu empfehlen. Aber für Einzelunterricht kann man das auch machen. Wer das nicht möchte, schaltet den Warteraum aus und muss dann damit leben, dass jeder Schüler sofort im Unterricht ist. Allerdings, wenn man den Warteraum anhat, muss man eben auch im Blick haben, denn es kommen auch Schüler zu spät. Und die muss man dann reinholen, sonst sitzen sie die ganze Zeit da und sagen, sie kamen nicht in die Sitzung. Und man selber hat es nicht im Auge gehabt, dass da einer im Warteraum wartet. Die Videoeinstellung, da kann man einiges machen. Man kann auf HD stellen, das ist also hohe Qualität. Und das sieht normalerweise besser aus, würde ich dann ausmachen, wenn die Leitung es nicht hergibt. Also wenn die Leitung ruckelt, dann HD wieder ausmachen, ansonsten HD anlassen. Man kann das Videobild spiegeln. Und das ist sehr hilfreich, wenn man etwas zeigen will. Und dann sitzt man da und sagt, hier oben ist und ach nee, da oben ist nicht. Da vertut man sich. Das ist irgendwie, man als Mensch kommt man da immer durcheinander. Und insofern ist das Spiegeln eine gute Hilfe. Dann ist es so, wie man es meint. Wenn man so zeigt, dann sieht man das Gleiche also im Bildschirm. Dann kann man im Video auch noch einstellen, ob man schwache Beleuchtung hat. Und das ist auch meistens, sieht etwas besser aus. Und man kann auch einstellen, ob man das Bild retuschiert haben möchte. Ich habe das mal ausprobiert. Also wenn, dann würde ich persönlich eine ganz schwache Stufe vorschlagen. Besonders wichtig ist das, wenn man sehr nah an der Kamera rangeht. Also ich bin jetzt eigentlich weit genug weg. Es wird auch das Retuschieren führt ja auch dazu, dass zwar die Haut ein bisschen glatter aussieht, aber es wird auch ein bisschen weniger scharf, das Bild. Dann muss man genehmigen, ob Zutritt vor Host, ob man das genehmigen möchte. Und das ist sehr wichtig, wenn man zum Beispiel selbst mal nicht pünktlich in der Sitzung ist, die Schüler aber schon den Zugang haben, dann sind sie schon da. Und das ist auch ganz nett, wenn es mehrere Schüler sind, die können sich untereinander unterhalten. Sie können sogar festlegen, wie lang die vorher eintreten dürfen. Und da ist 5 Minuten eigentlich eine super Zeit. Also wer da 5 Minuten vorher schon ist, amüsiert sich ein wenig, gerade in den Corona-Zeiten und gut ist.
Das würde ich also anklicken. Dann sind bestimmte Rituale natürlich hilfreich, die man immer gleich macht. Das kennen die Lehrer ja vom Klassenunterricht. Das bietet sich hier für den Online-Unterricht auch an. Ja, Menschen, will ich mal sagen, nicht nur Schüler, Menschen haben sowas gern, finden sich sehr schnell zurecht, wenn man die Begrüßung immer gleich macht oder irgendein Logo tun lässt zu Anfang. Da fällt jedem was Eigenes ein. Ja, eine es ist tolle Sache, die in den Schulen schon gemacht worden ist, habe ich also jetzt auch ausprobiert und gute Erfahrungen gemacht. Man kann toll das Kahoot-Spiel einsetzen und das ist so eine Art Quiz. Für den Unterricht selber kann man das nutzen. Man kann Dinge in diesem Quiz selber eingeben, die natürlich dazu führen, dass der Schüler etwas lernt. Und die Schüler, also je jünger sie sind, aber auch die Älteren komischerweise, haben da unglaublich Spaß dran. Und man muss natürlich gucken, wenn das ein Online-Unterricht ist, wie kriegt man die zu Hause, wo sie sitzen, in Aktion? Wie kriegt man da die Action hoch, ohne dass sie einfach immer nur da sitzen? Das ist eine ganz gute Idee. So, jetzt kommen wir zu der Hardware. Welche Hardware benötige ich? Also viele machen das mit dem Handy oder auch mit dem Tablet. Da bin ich kein Freund von. Ich denke, man sollte den Online-Unterricht mit dem Desktop machen oder mit dem Laptop. Wenn man das zum Beispiel sieht, was ich jetzt hier habe, ich habe drei Bildschirme, vergessen Sie das mit einem Handy. Das brauchen Sie. Aber wenn Sie das, was ich jetzt teilweise mache, irgendwie machen wollen, ohne den Kopf zu verlieren, was Sie da alles übereinander stapeln wollen, dann ist das sehr sinnvoll. Dann kommen die USB-Buchsen natürlich dazu, die die Laptops haben und die Tablets nicht und die Handys natürlich auch nicht. Das, denke ich, sollte man haben. Ein Kopfhörer benötige ich. Das Desktop braucht also der Computer als Desktop, der braucht normalerweise noch ein Mikrofon und auch eine Kamera, eine sogenannte Webcam, was das Laptop ja in vielen Fällen schon hat. Ich habe eben schon von dem Audio-Interface gesprochen. Sie brauchen ein Audio-Interface, ein gutes Mikrofon. Wobei auch, wenn ich das jetzt nochmal hier zeigen darf, hier so ein Zoom-Gerät als Audio-Interface dienen kann. Das haben ja, es ist übrigens zufällig der gleiche Name wie Zoom, hat miteinander nichts zu tun. Viele Musiker haben dieses Gerät, weil es einfach komfortabel ist, unterwegs was aufzunehmen in einigermaßen guter Qualität. Das kann man als Audio-Interface und auch als Mikrofon auch schon einsetzen. So, das Audio-Interface. Und eventuell Monitore, nicht? Also wenn Sie nicht nur immer mit Kopfhörer arbeiten wollen, brauchen Sie auch Monitore. Die Beleuchtung brauchen Sie. Da kann man aber auch eine normale Lampe nehmen. Ich habe das immer mit normalen Lampen gemacht. Die speziellen Lampen, die ich jetzt einsetze, sind nicht so teuer, haben noch den Vorteil, man kann den Anteil von Gelb und Blau regeln, also ob das ein Weißlicht oder ein Warmweißlicht werden soll, kann man regeln. Die Helligkeit natürlich auch. Das geht bei normalen Lampen so nicht. Sie können eine Kamera einsetzen, wie ich das hier gemacht habe, weil die ein besseres Bild bietet. Vielleicht haben Sie sogar eine Kamera, die das kann. Dazu muss man allerdings wissen, dass die Kamera einen HDMI-Ausgang braucht und den können Sie nicht einfach in den Computer reinstecken. Da müssen Sie einen Hardware-Teil haben. Das ist ein kleiner Stick, der heißt Elgato. Der kostet ungefähr 100 Euro. Oder Sie haben, das ist noch etwas Besseres, hier so ein, oh, das kann man jetzt im Moment nicht sehen, so ein Teil, das ist ein Atem Mini. Da können Sie also einige Dinge noch mehr machen, wie zum Beispiel die Kameras umschalten, aber auch andere Sachen können Sie damit herstellen. Und da können Sie die Kameras reinstecken. Der konvertiert das und spielt das in den Computer. Ein Kamerastativ ist eventuell erforderlich, es sei denn, Sie haben eine Webcam, die Sie oben drauf klemmen. Eine Uhr kann ich nur empfehlen, die immer im Blick zu haben, die ich an der Seite stehen habe. Und was ich auch angenehm finde, ist ein Blick nach draußen. Also wir haben mit unserer Online Geschichte natürlich immer nur fokussiert auf 1 Meter oder weniger oder etwas mehr. Man macht 3, 4 Stunden Online-Sitzung und dann merkt man das hier irgendwo im Kopf.
Es ist ganz schön, im Moment ist es bei mir dunkel, ab und zu mal aus dem Fenster zu gucken in die Ferne und sich irgendwo wieder zu erden und auch den Augen das mal zu bieten, dass sie fokussieren können, dass sie weit gucken und dann wieder nachgucken. Ich bin soweit durch und werde also noch einen zweiten Teil machen. In dem zweiten Teil möchte ich die verschiedenen Audio-Interface nicht nur vorstellen, sondern auch vergleichen. Nein, nicht alle Audio-Interface, aber die verschiedenen Sorten. Viele sagen, ach, ich mache Unterricht mit dem Handy oder ich mache Unterricht mit dem Laptop und hören vielleicht und sehen vielleicht gar nicht so mit eigenen Augen, was das denn für ein Unterschied ist, wenn ich noch ein Audio-Interface einsetze oder eine andere Kamera einsetze. Letztendlich sind wir Profis und so soll es auch aussehen und so soll es sich auch anhören. Das möchte ich also mal vorführen, wie die Unterschiede sind und was man da an Audio-Interfacen im Moment benutzen kann, also die bekanntesten oder die meistverwendetsten. Dann auch das gleiche mit Mikrofonen. Ich habe hier so eins. Ich will auch das mit dem OBS erklären, was ich eben mal kurz angerissen habe. Und was man auch beachten muss im Musikunterricht, das wird sicherlich demnächst kommen, eine zweite Kamera einzusetzen. Ich habe die jetzt eingesetzt, damit alle mal gucken können, was ich hier habe. Aber in Wirklichkeit setze ich die im Unterricht natürlich ein, um das Instrument vom Namen zu zeigen, um die Tastatur des Klaviers vom Namen zu zeigen. Und ich würde jetzt sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin soweit durch. Wir sind die Einstellung von Zoom jetzt nicht im Einzelnen durchgegangen. Das ist nochmal, würde ich sagen, die gleiche Zeit wie jetzt. Deswegen habe ich gedacht, das führt zu weit. Macht's gut, lernt schön und habt Spaß, entdeckt neue Dinge. Bis bald und wer Lust hat, guckt in den zweiten Teil. Ich brauche aber bestimmt 2 Wochen, bis der fertig ist. Tschüss.